Topspiel unter der Woche in der Lotto-Hessenliga. Die Frankfurter U21 empfängt Hanau. Die wollen den Anschluss an die ersten beiden Tabellenplätze behalten, bekommen aber früh die kalte Dusche. Die Vajo Bobson mit einem klasse Tor für die Gastgeber. Die ja seit 10 Spielen nicht mehr verloren haben und auch mit dementsprechend viel Selbstvertrauen auftreten. Die Zuspiele im Aufbau von Hanau, alle nicht besonders sicher. Brau vertändelt den Ball. Das 13. Saisontor für Nacho Ferri, wohl ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Und mit einer 2:0-Führung spielt sich das Ganze natürlich wesentlich entspannter. Flanke Bobson, Kopfball Ferri, Tor. Die Vorentscheidung noch vor dem Seitenwechsel. Das Team von Krešo Ljubičić probiert zwar nochmal in dieses Spiel zurückzukommen, aber das ist gegen das torgefährlichste Team der Liga fast unmöglich. Dementsprechend der Konter mit dem Zuckerpass von Loon für Brauburger. 4:0, die Eintracht holt den nächsten deutlichen Sieg und bleibt Tabellenführer Gießen auf den Fersen. Weiter geht's für euch am Montag, dann gibt's die Torshow zum 21. Spieltag.